Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Solmecke. Ich bin Rechtsanwalt in der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. In der heutigen Ausgabe unseres Videoblogs geht es um Abmahnungen des Rechtsanwalts Dr. Ulrich Bente aus Berlin. Abgemahnt werden konkret und auch in dieser Zeit gerade Filmwerke, die in Tauschbörsen getauscht worden sein sollen. Es geht also um Tauschbörsen wie LimeWire, BitTorrent und Co. Hier konkret habe ich eine Abmahnung vorliegen. Da soll der Film New Moon bis zur Mittagsstunde getauscht worden sein. Rechteinhaber ist die Tele München Fernseh GmbH und Co. Produktionsgesellschaft aus München. Verlangt wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 956 Euro und die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Wir raten in diesem Verfahren dazu, eine modifizierte, also abgewandelte Form der Unterlassungserklärung abzugeben, die auch vor möglichen weiteren Abmahnungen schützt. Darüber hinaus sagen wir, dass gegebenenfalls die Abmahngebühren nicht gezahlt werden müssen. Das ist immer dann der Fall, wenn Eltern ihre Kinder ausreichend belehrt haben und auch den Computer entsprechend abgesichert haben, die Kinder dann aber trotzdem noch getauscht haben. Das muss man natürlich im Einzelfall klären. Das möchten wir gerne mit Ihnen tun. Wir haben da zunächst mal das unverbindliche Angebot einer Hotline. Wir blenden die Hotline-Nummer am Ende dieses Videoblogs ein. Wir beraten bundesweit mehrere tausend Filesharer. Und darüber hinaus können Sie sich auch gerne auf unserer Internetseite wbs-law.de über die aktuellen Filesharing-Verfahren informieren. Und vielen Dank, dass Sie beim Videoblog dabei waren, und wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder zuschauen.